Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin Block aus Köln von baconbakery.de. Ja, .de. Ja. Dankeschön. Ein wenig verschnupft und wir begrüßen euch in der 111. Folge dieses wunderschönen Küchenpodcasts. Und ja, ganz am Anfang sollten wir beide den lieben Sven grüßen. Der hatte nämlich gestern Geburtstag. Und da wünschen wir ihm doch hier von unseren Mikrofonen, von unseren Studios alles Gute. Ja, alles Gute nochmals. Nachträglich, wenn das hört. Ja, also wir sind ja wahrscheinlich noch ein paar Tage später. Wir haben jetzt den wundervollen Mittwoch. Für dich ist es die Hälfte der Woche. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere. Eieiei. Ich befinde mich noch in Frankreich und das auch noch für die nächsten wahrscheinlich 2,5 Wochen. Also ich werde mich nicht beschweren. Ja, genießt du die Zeit denn auch? Ja, sehr. Also hier gibt es so viel Leckeres Kulinarisches zu entdecken. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sogar Obskures habe ich jetzt probiert. Obskures aus der Provence. Ja, es ist um Lyon rum, ist es eine Spezialität. Das ist die Andouillette, eine spezielle Wurst vom Schwein zum Beispiel. Okay. Also gibt auch von anderen Tieren. Ist sowas Innereienwurstmäßiges. Und das ist ein wenig crazy, weil Freunde von uns, die waren jetzt hier und haben erzählt, dass sie vor Jahren, oder er war mit seinem Bruder hier irgendwo, ich glaube um Lyon rum, und dann waren die im Restaurant und dann hat er gesagt, ja, hier Andouillette, das ist was ganz Feines, das muss man mal gegessen haben. Er wusste aber nicht genau, was es war. Er wusste halt nur, dass es typisch für die Region ist, französisch klassisch, und dass man das halt mal gegessen haben soll. Und er hat sich die im Restaurant bestellt. Und dann kam ein braunes Würstchen. Und als er das angeschnitten hat, kamen stinkende Dämpfe nach oben in seine Nase. Und er wurde schon ganz blass. Und als er den ersten Bissen im Mund hatte, wurde er noch blasser. Und er konnte es nicht mehr aufessen. Gott. Also das war meine erste Erzählung von der Andouillette. Und da habe ich gedacht, ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, wer isst denn freiwillig sowas? Da muss es doch, die war doch bestimmt schlecht gemacht oder was. Ja. Und das habe ich, genau dann bin ich halt hier losgezogen und habe die gesucht. Diese Wurst wird halt mit Darm und Magen gefüllt. Also okay. In den Darm kommt gerollt Stücke von Magen und Darm. Und dann also halt, was ist das dann quasi, Pansen oder was? Pansen. Nee, das ist vom Schwein. Also es ist Schweinemagen. Ja. Und auch Schweinedarm. Und der wird jetzt alles sauber. Mhm. Ich habe die dann hier auf dem Markt, das war sehr, sehr geil, da stand ein Kühlwagen, also war eine Frau, die hat da richtig schöne Sachen vom Schwein verkauft und auch Huhn. Also ganz kleine Theke, ganz kleine Auswahl, aber super frisch alles. Und die hat dann an der Seite von dem Wagen einen Tisch stehen gehabt und da lagen dann ihre ganzen Wurstspezialitäten. Mit einem Messer daneben, Brot, konntest du probieren und konntest danach kaufen. Ungekühlt oder einfach so auf den Tisch? Ja, das war halt dann immer so ein Stück von Ach jedem. So, das okay. ist wirklich ein sehr schöner Bacon. Also es war so eine Bauchrolle mit Pfeffer innen drin und noch zwei, drei andere Sachen aus dem Wurstbereich. Und die konntest du halt dann hingehen und probieren. Und da habe ich die Andouillette liegen sehen. Die ich jetzt hier gesehen habe, ist weiß. Ja. Ein bisschen, wulstig, würde ich es mal nennen. Aber sieht aus wie eine bisschen dickere Bratwurst. Und die kannst du halt warm und kalt essen. Habe ich mir ein Stückchen abgeschnitten. Und so in Außentemperatur hat die jetzt überhaupt nicht groß gerochen. Also man hat ein bisschen was, so einen ganz, ganz feinen Innereiengeruch gehabt. Aber es war überhaupt nicht, also fies, würde ich sagen. Und probiert, gegessen, sehr gut. Also es wird jetzt vielleicht nicht sagen, meine Lieblingswurst, aber konnte man sehr gut essen und hat ein schönes Aroma gehabt. Mhm. Und ich habe das jetzt gar nicht so verstanden, dass die so schlimm wäre. Ich kann mir schon vorstellen, wenn die vielleicht schlecht gemacht ist oder älter ist oder so, dass dann dieser Geruch einfach stärker wird.
Was in jedem Fall so war, ich habe sie eine gekauft und mit nach Hause genommen und auf den Grill gelegt. Und die Hitze hat natürlich diesen Geruch schon noch mal ein bisschen verstärkt. Ich weiß nicht, ob du dich noch ans Franken Food Camp erinnerst, Oberpfalz, Entschuldigung, wo wir in der Metzgerei waren und wir die Därme mit Blutwurst gefüllt haben, also ich. Ja, klar. So, wir hatten ja dann abends nochmal Presssack, den haben wir ja auch zubereitet, erinnerst du dich noch? Und da hat dieser Geruch, der dich dann so ein bisschen an dieses Schlachthaus erinnert hat. Ich weiß genau, was du meinst, das vergesse ich nicht so schnell. Nee. Also der lag dann in der Luft, aber war trotzdem sehr lecker. Ich habe ein bisschen Zwiebeln richtig schön angeschmort und dann mit ein bisschen Bordeaux abgelöscht und das Ganze auf eine große Scheibe Baguette, die ich in Butter gewendet habe. Da habe ich die Wurst draufgelegt, dann die Zwiebeln drüber, ein bisschen Senf dazu und dazu ein schönes Leffe Blond. Ah, oh, war echt sehr gut. Sehr geiles Essen. Sehr geiles Essen. Und für die nicht so harten gab es dann, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Kayet. Das ist so ein Hackfleischball mit einem kleinen bisschen Anteil Leber. Zum Beispiel Hühnerleber oder auch Schweineleber. Unter dem Hackfleisch oder was? Genau, du hast einen Hackfleischball, da ist ein bisschen Leber mit drin und dann Spinat. Und das Ganze wird dann in Schweinenetz eingewickelt und hast du so Bälle. Okay. Dann kommt das in den Backofen. Das sind im Grunde wie Frikadellen mit einem ganz kleinen Anteil Leber und Spinat. Und die waren auch wahnsinnig lecker. Den habe ich auch gegrillt und meiner Frau dann auch auf dem Toast serviert, weil sie hat sich jetzt nicht so ganz überwunden, diese Andouillette zu essen. Und das war echt mal eine Erfahrung, die ich auch durchaus wiederholen würde. Fein, fein. Ja, aber manchmal muss man einfach ein bisschen mutiger sein und sich nicht von so Storys abschrecken lassen. Auf jeden Fall. Also nach der Story hätte ich es nicht probiert, ganz ehrlich. Deswegen hat meine Frau sie auch nicht gegessen. Ich glaube, ich hätte sie ja andrehen können, wenn sie es... Ja, wobei, sie ist einfach auch nicht so der Innereien-Fan. Ich hab mal so eine üble Innereien-Geschichte gehabt, wo mir auch so wirklich blass und schlecht wurde. Da habe ich ein halbes Hähnchen bestellt beim türkischen Imbiss. Und anscheinend ist es da so, dass die Innereien da mit drinne sind, ne? Mit innen drin gegart? Ja, genau, ne? Okay. Und ich schneide mir was ab, hab nicht richtig hingeguckt und hab da, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Innerei war, einfach mit reingebissen und war auch nicht so drauf vorbereitet und fand das so eklig. Ich hätte beinahe direkt auf den Teller gekotzt. Ohne Scheiß. Und das hat es mir ein bisschen dann verdorben. Ne? Ich bin dann auch gegangen. Ich hatte keinen Bock mehr, das weiter zu essen. Ja. Das kam mir sehr, sehr bekannt vor, gerade die Story. Ja, ich finde halt, glaube ich, dann aber schade, wenn du so einen Huhn hast. Das sind ja einfach unterschiedliche Garzeiten. Also ich finde Innereien vom Huhn sehr schön, aber wenn du die halt mit dem Huhn garst, sind die ja wahrscheinlich innen total übergart. Und dann schmecken die ja nochmal wirklich beschissener. Also wenn man so ein Nierchen oder sowas, glaube ich, das macht es dann nochmal fieser. Ja, und gerade in der Reihe kann man ja auch nochmal so ein bisschen anrichten, dass das der Geschmack ein bisschen dezenter ist oder abgerundeter schmeckt. Ne? Das war ja da nicht der Fall. Ne? Ja. Das war eine sehr pure Erfahrung. Pur, ja. Ja. Ja, das war so jetzt das Innereien-Thema bisher in Frankreich. Sonst habe ich... auch noch sehr schön. Wir hatten die Giuseppina zu Besuch. Das ist die Foodbloggerin hier aus dem gleichen Ort, von der ich dieses Pizzarezept habe, ohne Küchenmaschine. Ah ja, genau. Mit einem höheren Anteil Hefe, wo du die 2 Tage einfach im Backofen gehen lässt, im Kühlschrank gehen lässt. Ich verlinke es nochmal, könnt ihr euch nochmal angucken. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie man diesen Teig dann weiterverarbeitet. Und die war zum Essen bei uns. Und an dem Abend habe ich eine Bruschetta gemacht mit einem Mousse von Möhrchen, also einfach Möhren sehr weit gekocht, ein bisschen Knoblauch dazu pürieren, das auf das Butterbaguette gestrichen und dann darauf frische Kirschen. Im Moment ist hier in der Provence Kirschenzeit, wunderschön. Okay. Halb geschnittene Kirschen und dann Entenleber.
so, nicht diese Faux Gras, also Gänseleberstopf, sondern einfach gab es bei einem Hühnerstand hier, die haben auch Ente gehabt und dann hast du so kleine Entenlebern bekommen, die hast du dann schön, da war auch sehr viel Fett noch mit dran. Du hast dann so ein Paket, so in Plastik ein Päckchen bekommen, was von weißen, von diesem Gänsefett, Entenfett halt durchzogen war und da drin halt diese Entenleber, die hast du kurz durch die Pfanne gejagt, das da drauf, nur um das Innereien-Thema jetzt zum Ende zu bringen, das war gerade Kirsche, so ganz super reife Kirsche mit Entenleber und dann diesem Möhrchen, Knoblauchmöhrchen. Super runde Sache. Bist du allein drauf gekommen? Also die Kombi kann ich mir nämlich absolut nicht vorstellen. Ich hatte im Herbst Kürbis auf diese Weise gemacht mit Blaubeeren. Okay. Und habe ich jetzt, das wäre eigentlich eine schöne Sache gerade, das sieht auch von den Farben her super aus. Wenn ich sowas machen könnte, wir sind dann über den Markt gegangen und natürlich gibt es hier keine Kürbisse und Blaubeeren zur jetzigen Zeit. Und dann bin ich halt auf die Kombi gekommen, gerade für die Farbe wollte ich halt unbedingt Orange haben mit den roten Kirschen. Und bin dann auf Möhre hängen geblieben, die Kirschen gekauft und Kirsche und Leber. Dann habe ich, die Leber hat mich angelacht und gerade Kirsche und Leber, also dieses süß, süß-säuerliche mit der Leber zusammen, fruchtig, das habe ich gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge und habe es dann einfach als schönen Starter dann mit aufgenommen. War echt sehr fein. Und so kannst du dann auch die Leber ganz schön ein wenig in die Hand nehmen, dass Leute, die auch essen, die es nicht so gern mögen, würde ich sagen. Ja, das kann gut sein. Damit holt man dann die Leute vielleicht noch ab. Isst du Leber? Ja, kommt drauf an. Also ich würde mir das nicht mitbestellen, aber wenn das irgendwo mit dabei ist, esse ich auch Leber. Aber ich würde mir das niemals als Hauptgang so, hier wie man das so in Köln macht, so weißt du, so drei fette Scheiben gebratene Leber mit Zwiebeln und so, würde ich mir niemals bestellen. Nee. Ja, ich kann das schon mal ganz gut machen. Finde ich hier und da echt sehr nice. Geschmackssache. Ja, definitiv. Also du lässt es dir nach wie vor hier ziemlich gut gehen, ja? Ja. Ja, sauber. Ich habe auch schon das erste Bierchen auf. Wir haben jetzt kurz vor 12 wieder ein von der Brauerei hier aus dem Luberon. Brasserie Artisanale de Luberon. Und es ist ein Brün. Es hat echt so geschmacklich ordentlich Wumms. Schön dunkelbraun, Guinness-Farben, aber nicht ganz so so fett wie ein Guinness. Aber schön frisch. Vielleicht jetzt nicht das Beste für 12 Uhr mittags, aber ja. Ja, da fängt der Tag doch schon spaßig an. Warum denn nicht? Im Urlaub, hallo. Hallo. Ja, so schnell kann man die Rollen wechseln bei uns, wa? Genau, schon das zweite Mal, Martin. Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Ja, solltest du. Ich habe auch erst einen Kaffee heute getrunken. Oh, sonst Tee oder? Ja, heute nur Wasser und ein Glas Orangensaft. Oh je. Du bist echt krank. Wir sind auch gerade erst mit dem Frühstücken fertig geworden. Deswegen nehmen wir so spät auf, um 12. Nicht irgendwie um 10 oder so. Ja. Jojo, machen muss ich es auch mal ein bisschen. Ja, was erholsam angehen, ne? Genau. Aber du hast jetzt auch bald Urlaub, ich glaube, zum Wochenende, ne? Nicht dieses Wochenende, also noch eine Woche muss ich dann arbeiten. Aber also jetzt die Woche bin ich zu Hause und dann arbeite ich eine Woche und dann bin ich wieder am Start. Aber es ist ja nicht so, dass ich hier nichts tun würde, ne? Ich habe schon gestern eigentlich quasi inoffiziell gearbeitet. Aha. Ich habe Ciabatta Buns mit meiner Frau zusammen gebacken. Mhm. Und zwar hat sie diesmal den Teil so ein bisschen mehr übernommen, weil ich langsam an Ciabatta Buns, also ich kann sie nicht mehr sehen und ich verzweifle. Also ich ist nicht so, dass ich auch vorher nie Bock hatte zu backen. Ich zweifle langsam auch an meiner Backkompetenz, ohne Scheiß. Ich habe viel jetzt in den letzten Wochen dazugelernt. Mhm. Aber ja. Und zwar das Buch, was ich, glaube ich, noch nie hier erwähnt habe, aber jetzt erwähnen darf. Wir bringen ja im Oktober ein Buch raus, das fette Buch. Ja, das ist so gerade auf der letzten Rille. Und das Ciabatta Bun hat mir immer ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Und gestern haben wir den letzten Probedurchgang nochmal gemacht. Okay. Und ja, jetzt sollte alles gut sein. Ja. Okay. Tja.
Also das heißt, halt du hast so das Rezept noch feingeschliffen oder hast das Rezept jetzt so versucht, wie du es geschrieben hast und verfeinert? Ja, wir haben es vor kurzem noch komplett umgeworfen. Also wir haben die ganze Zeit mit einem Vorteig gearbeitet und haben dann gemerkt, dass Vorteig eigentlich gerade, wenn du den Shea Butter Style haben willst, viele Vorteile hat, ne? Damit es authentisch wirkt und so, aber eben halt auch für manche Leute irgendwie schlecht zum Nachmachen ist. Ne? Ja. Das ist aber halt ein Rezept, was man in einem Tag machen kann, nicht 100% original Ciabatta ist, aber es ist auf jeden Fall mehr ein Bun als ein Brötchen. Ne? Das war auch immer wichtig dabei. Mhm. Ne? Und es ist halt wirklich so eher so ein Ciabatta-Style. Ne? Ja, was und, macht das zum Ciabatta-Style? Also was ist so das Kernmerkmal von Ciabatta? Also was ich an Ciabatta ausmache, dass es immer noch schon eine Kruste außen hat. Das ist viel grobporiger ist als normales Bun, ne? Und das ist dann halt also so aufplatzt auch, ne? Was ein normales Bun ja auch nicht macht. Und ja, dass man halt von außen ist ja immer noch so ein bisschen Mehl mit dran, ne? Aber wir haben es als auch mal mit Pizzamehl probiert und so. Und im Endeffekt brauchst du also hier und wie heißt es, dieses 0-0er-Mehl, ne? Und ja, im Endeffekt sind wir jetzt aber auf 55er-Mehl wieder und kann man auch wunderbar damit machen. Ah, und Basis ja, ist Hefe, ne? Ja, mit Hefe natürlich auch, klar. Und Hefe machen wir es auch. Olivenöl? Ja. Olivenöl, genau. Okay. Ah. Ja, kein Zucker. Ja, ihr müsst euch alle einfach im Oktober das Buch kaufen und dann, dann wisst ihr, wie das Rezept funktioniert. Sehr gut. Ja, ja. So, also jetzt, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt auf unserer Internetseite, das Buch. Ich bin schon gespannt, war sehr viel Arbeit. Ich bin auch sehr gespannt. Werden wir bestimmt noch mal drüber reden. Ich hoffe doch. Sendung. Da sollten wir mal den Autor einladen. Ja. zumindest einer der Rezepteschreiber wäre sehr interessant. Ne? Ich bin ja nicht der Autor, ich habe ja nicht die Stories geschrieben oder so. Ja. Ich habe nur mit den Rezepten und vor allen Dingen mir das Anrichten für die Fotos dazu beigetragen. Ne? Ja, ihr habt da ein schönes Video, glaube ich, zu gemacht auf Facebook, ne? Genau. Das sieht echt. Das kann man auf der Seite sehen, ja. Verlinke ich auch. Sieht sehr witzig aus. Wir verraten mal nicht zu viel, aber es ist scharf. Ja. Würde ich sagen. Definitiv. Mhm. Mm. Ich werde euch damit noch genug belästigen in nächster Zukunft. Okay. Ja. Was hast denn du noch erlebt? Das ist also, was ich erlebt habe. Ja. Ich war auf Düren auf dem Wochenmarkt und war eigentlich sehr positiv überrascht. Also ich habe vergessen, meine Foodlet-Box zu bestellen und dann dachten wir fahren zu dem Bauern, der die regionale Foodlet-Box quasi zusammenstellt und kaufen einfach die Sachen mal da. Wie heißt der? Welche Box? Wir bestellen doch hier immer diese Foodlet-Box hier in Köln beim Großmarkt. Das hast du bestimmt, also darüber haben wir bestimmt schon mal gesprochen. Du kriegst doch immer diese frische Box, aber das war doch... Ja, das ist doch Foodlet-Box, heißt die. Ne? Ah, und die war ja nicht regional. Und dann gab es jetzt seit ein paar Wochen gibt's die regionale. Ne? Aha. So, die Kritik wurde erhört, ne? Und man hat sich darauf eingestellt, es gibt jetzt zwei Stück, ne? Und da arbeiten die mit dem Bauernhof Langen zusammen, der in Frechen, glaube ich, liegt. Ja. Mhm. Und also auch nicht so weit. Und der beliefert sowieso hier den Großmarkt und deswegen passt das super zusammen. Ne? Mhm. Ja. Und die normale Box ist so 15 Kilo schwer und kostet 20 Euro. Ja, das stimmt nicht. Die ist 20 Kilo schwer und kostet 15 Euro. Und die regionale ist, glaube ich, immer so 11 bis 13 Kilo und kostet jetzt, glaube ich, 18 oder 20 Euro. Mhm. Ein bisschen teurer, weniger drin, aber dafür wirklich nur Sachen aus der Saison und regional. Da hast du dann auch mal direkt ein Kilo Erdbeeren mit drin, Spargel und so. Mhm. Und dann kannst du sagen, da ist das Geld eigentlich schon raus und der Rest ist alles ne, schöne Goodies, ne? Ja. Ne, ja. Und ja, habe ich vergessen vorzubestellen. Haben wir gedacht, dann fahren wir zum Bauernhof. Da waren wir auch schon vor ein paar Wochen mal. Und mega geil, da kostet das Kilo Erdbeeren, aber gerade frisch gepflückte Erdbeeren 3,50. Ne? Und schmecken richtig, richtig gut. Und die sind so geil gezüchtet, dass oben das Grüne nach oben absteht. Und dieser
oben haben die Erdbeeren doch immer so was Weißes am Strunk, ne? Ja. Das sieht auch so nach spitz nach oben weg. Das kannst du einfach mit einem Messer wegschneiden oder du kannst einfach abbeißen, ohne dass du irgendwas von der Erdbeere verlierst. Danach wegschmeißt. Das Rot ist, genau, ne? Mega, mega coole Züchtung irgendwie, ne? Und ja, dann sind wir, dachten wir, fahren wir hin. Leider war der dann aber nicht da, weil der immer samstags auf dem Wochenmarkt in Düren ist. Da haben wir irgendwie keine Vorstellung und so. Und da gibt es einen mega schönen Markt. Also wer so irgendwie aus der Umgebung kommt, kann sich das gerne mal antun. Da gehen irgendwie anscheinend gehen die Dürener alle samstags auf dem Markt Gemüse kaufen. Cool. So hat das den Anschein gemacht. Das war mega krass viel los. Dann haben wir direkt auch den Klaus Lang dort getroffen und kennengelernt, den Bauer, ne, der dann diese regionale Fruitlet-Box macht. Und, wie heißt die jetzt? Ich habe das immer noch nicht. Fruitlet Box. Sorry, meine Nase und Hals. Fruit wie die Frucht, ja? Ja. Und Let Box. Ne? Ich kann ja mal einen Link auch schicken. Ja. Und ich dachte, das wäre ein Abo-System, dass du halt ständig das Ding. Du kannst es vorbestellen und du musst es selber abholen. Deswegen ist es auch so günstig einfach, ne? Weil es ein mega faires System ist, ne? Und du musst es halt, kannst, wenn du eine Woche haben willst, kannst du es dir holen, wenn du es nicht haben möchtest. Es gibt nur zwei Abholzeiten die Woche, ne? Ah, okay. Und du bestellst es halt, musst halt freitags, Donnerstag bis Mitternacht vorbestellen für Freitag oder Samstag zum Abholen, ne? Ja. Ah, cool. Und Dürener Wochenmarkt, mega geil, bin ich sehr begeistert von gewesen. Das sind einfach mal die ganzen Landwirte aus der Region, ne? Also, die da ihr Zeug verkaufen, ihre Produkte, aber mega krass viele. Also, ich weiß nicht, vielleicht waren es 10 Stück oder so, du hast so ein mega Überangebot und die haben da rausgehauen an Gemüse und so. Das habe ich irgendwie noch nie auf einem Wochenmarkt hier irgendwie erlebt in Köln. Okay. Zumal hier die Wochenmärkte, also es gibt einmal diesen Wochenmarkt, der irgendwie so von Stadtteil zu Stadtteil Tag für Tag wandert, der schon sehr teuer ist, ne? Und dann gibt's aber auch normale Märkte, die aber auch mal so ein bisschen so diesen Apothekencharakter hier in Köln in der Innenstadt haben. Und das hatte der halt nicht. Das waren mindestens also Großmarktpreise, wenn nicht sogar zum Teil, weil es gerade Saison und regional ist, sogar teilweise noch günstiger. Also echt geil. Und dann war da noch ein Pferdemetzger, noch ein anderer Metzger aus der Region. Wow. Dafür hatte ich aber leider keine Zeit mehr und ja. Pferdemetzger ist mega gut. Ja, stimmt, ne? Ich hatte in dem Moment ich habe mir da eine Frikadelle gekauft. Aber ich hatte jetzt keine Verwendung für irgendwas anderes im Kopf, weil ich nicht wusste, wie die nächsten Tage da, was da geplant ist. Ne? Mhm. Und ich auch schon wusste, dass meine Frau sich nicht für Pferdefleisch begeistern wird. Naja, auf jeden Fall mega geile Adresse, mal dahin zu gehen. Ja, und er hat uns dann ein bisschen was erzählt, zum Beispiel seine Erdbeeren, die bis vorhin verkauft haben, waren von gestern Abend, die wurden gerade erst angeliefert und dann kriegt er also nochmal gleich noch eine Lieferung, damit das überhaupt über den Tag reicht. Also die Leute waren gerade noch pflücken, damit das über den Tag hin schaut. Ja, und hat mir dann noch von Spargel geschenkt, weil er so von seinem Spargel überzeugt ist. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich einen mega guten Spargelbauern habe, aber der meinte, ne, tut mir leid, du musst meinen probieren, der war auch sehr gut. Aber ist auch nicht besser wie der andere. Aber beide sind auf sehr hohem Niveau. Jojo. Ja, die Fruitlet-Box gibt es in Köln, Essen, Kerpen und Düren, lese ich gerade. Ja, genau. Dann der ist nicht in Frechten, dann ist er nämlich in Kerpen, ne? Mhm. Und das expandiert so langsam, ja. Cool. Ja, haben hier gestartet, bei uns auf dem Großmarkt, ist ja nun vielleicht maximal einen Kilometer von hier entfernt. Mhm. Ja, also ist halt mal, ne, wenn du ein bisschen mehr Obst zu dir nehmen willst und Gemüse. Und es ist die perfekte Anlaufstation. Ja. Echt günstig und super frisch, ne? Weil du einfach diese Kette zwischen Supermarkt und so einfach nochmal auslässt, ne? Ja. Ist halt eigentlich ein Großhändler, die Fruitlet-Box machen. Mhm. Ja. Genau. Und am nächsten Tag waren wir auf dem Deli-Markt, was ja eigentlich sowas sein sollte wie der Ersatz von Eat and Style kennst du ja, da warst du ja schon mal, ne? Ja, ich weiß nicht, den Satz kenne ich nicht mehr. Eat and Style gab es ja hier in Köln, gibt es ja jetzt, glaube ich, nur noch in Düsseldorf, soweit ich weiß. Kann sein, ja. Und da gab es da auch immer Leute, die
Das war doch so eine Messe, wo du irgendwie auch so probieren konntest und so eine Genussmesse, wo es diese Kochshows und so gab, ne? Genau, ja. Ja, und auf jeden Fall, ja, und jetzt gibt es die halt nicht mehr in Köln und jetzt gibt es hier den Delimarkt, der so ein bisschen so gerade auch regionalere Angebote geben soll und dass man auch mal überall was probieren kann. War auch, ich fand es ziemlich cool. Manche fanden es dann, manche hatten dann Schwierigkeiten, die Leute anzusprechen. Mark und Philipp mit dem Cocktail waren zum Beispiel da, haben auch ordentlich an Proben rausgegeben. Wenn du überlegst, du trinkst da schon drei kurze, also du bezahlst 10 € Eintritt, klingt viel, ne? Ist auch viel Geld, ne? Aber wenn man so überall mal probiert, dann ist das eigentlich auch gerechtfertigt am Ende, weil die Händler bezahlen halt auch kaum Standgebühren, ne? Und können dadurch, dürfen ihre Produkte verkaufen. Und wer ein gutes Produkt hat, verkauft auch gut. Ne? Also bin ich mir ziemlich sicher, Ja. dass es auch so ist. Und so, da durftest du ja schon drei kurze probieren, ne? Und was kosten eigentlich schon drei kurze, ne? Wenn du so irgendwie irgendwo unterwegs bist, ne? Und das ging ja so weiter. Da waren Jahe war mit ihrer Limo da, die konntest du probieren. Dann gab's so Moonshiner, ich glaube, ist so ein Whisky, ne? So ein, der heißt so, weil er früher irgendwie unter Mondschein schwarz gebrannt wurde, ne? In den USA, irgendwie so. Okay. Und mega viele Essensstände und Leute, die irgendwo was hergestellt haben. Du durfst überall was umsonst probieren. Ne? Buns & Sons haben da mega die Portion rausgeschmissen an Pulled Beef, Big Hack Barbecue, meine Lieblings-Barbecue-Jungs waren da. Da Big Hack konntest du, da hast du Barbecue. eine Scheibe Big Hack Barbecue, Okay. also HUG, wie die Umarmung, ja? Ja. Nicht wie Ah, Hack. okay. Ja, ich habe jetzt. Ne? Ja. Ja. Und da konntest du erst zum ersten probieren und zum zweiten hatten sie ihre Motherload-Platte am Start, also so eine gemischte Platte mit Barbecue-Sachen und Beilagen für 10 € und das war mega pervers geil. Das war. Konnte schon sagen, war so jetzt von Anrichten her eher wie so, sah aus wie so ein Döner-Teller Deluxe, aber die machen halt richtig geiles Barbecue. Da war ein Rib dabei, also ein bisschen Pulled Pork, was waren da noch mit drauf? So, Brisket? die haben so, machen so Smoked Chili, ne, war nicht da, aber so, die heißen so irgendwie Smokies und das sind so Chili, also so kleine Würste, die geräuchert sind mit Chili und und Käse drin, also so Chili-Cheese-Style. Ja, und dann Creamed Corn. Kennst du das? Ja, das ist so ganz lange gekochter Mais, oder? Ja, und dann ist das irgendwie so nochmal Mit irgendwas Fettem gebunden? ja, genau, so ein bisschen irgendwie, ich glaube mit Käse und Sahne oder so, aber das schmeckt super, wär's geil. Die machen auch einen guten Coleslaw, die Jungs, ne? Also da hattest du alles am Start für einen Zehner. Das war so mein Starter. Und ja, bei Buns & Sons habe ich noch ein bisschen Bacon mitgenommen. Die haben echt leckeren Bacon. Ja, ich fand das schon sehr cool, aber für viele Leute hatten noch so Berührungsprobleme mit den Leuten, weil man muss einfach mal auch auf die Produzenten drauf zugehen und mit denen quatschen und so. Es war halt nicht so, manche haben das falsch verstanden, dass es vielleicht so der Abgreifermarkt ist, wo man dann. Kennst ja überall immer die Beutelratten, die auf Messen gehen und so und überall Ja. so, jetzt essen wir uns mal richtig satt hier, ne? Das war es halt nicht, aber es war auch nicht so durchs Wetter, es war ja hier mega Unwetter in Köln angesagt und so, ein bisschen ruhiger da, aber ich finde, das ist immer auch eine Chance, dann mal Das war ja das mit erste dem Mal. Produzenten sich mal zu unterhalten. Ja, war das erste Mal. Ne? Ich hätte so ein bisschen das Feeling vom Tag davor, von dem Dürener Wochenmarkt mir noch gewünscht, ne? Weil ich da gerade irgendwie so ziemlich geflasht war, was mich irgendwie selber verwundert, dass ich schon so einen Wochenmarkt so begeistert bin. Ja. Naja, ne? Aber so ein bisschen, weißt du, so einfach mal ein Kilo Tomaten und noch einen Sack Kartoffeln mit nach Hause schleppen, das wäre mega cool. Ich weiß ja auch, unser Kartoffelbauer wollte ja auch selber da sein, der hatte aus gesundheitlichen Problemen in der Familie abgesagt, aber so, genauso Sachen müssen da mehr hin, glaube ich, und dann läuft das auch und dann sind die Leute auch ein bisschen mehr glücklich. Ja, ich hatte Ja. halt den Flyer gesehen im Vorfeld. Ich weiß gar nicht, wo der. Ich glaube, der lag beim Burger Clash, den habe ich mitgenommen, habe mir mal die Teilnehmer angeguckt und habe ich gesagt, boah, das ist aber ganz schön viel Streetfood-Kram. Also für mich war jetzt so, war nicht so richtig klar, dass es wirklich um Produkte geht, um Produzenten, um Kennenlernen. Ich habe halt die Namen gelesen, so Buns and Sons und sowas, die Streetfood-Charakter halt hatten und habe ich gesagt, aha, Ja. bin ich ja mal gespannt, was das gibt. Also ich war einfach vom
von dem Informationsgehalt des Flyers kam ich jetzt nicht so richtig darauf, wo das hingehen soll. Genau, und ja, und ich glaube, die haben es jetzt erstmal ausprobiert. Man kann es noch ein bisschen optimieren, aber ich fand es schon ganz cool. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja. Bisschen anstrengend immer mit den Kindern. Bei Jack in the Box denken die immer, die müssen da eskalieren. Das ja. Gelände lädt einfach dazu ein, so ein bisschen sich dagegen zu pesen, ne? Ja. Aber gerade diese Wochenmarktgeschichte, ich meine, hier in Frankreich hat das mega große Kultur. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Und ich hatte hier, ist in jeden Tag in einem anderen Ort einer. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, in den letzten 2 Wochen bestimmt 8 verschiedene uns angeguckt. Du siehst oft gleiche Produzenten, die okay. dann da stehen. Mal mehr so Klamotten und Schmuckwaren und mal mehr wirklich auf Pharma-Market. Oder wo Produzenten halt stehen von Fleisch oder Schnecken oder weiß der Geier was. Das ist aber von der Qualität her wahnsinnig hoch. Du hast so total kleine Manufakturen, die dann nur Ziegenkäse haben. Die haben dann so einen kleinen Glaskasten da stehen, ungekühlt, wo dann du kannst die 10 verschiedenen Ziegenkäse bewundern. Du kannst viel probieren. Die sind wirklich super freundlich und du hast von dem Gemüse her oder auch dem, wir hatten jetzt Spargel, das sind richtig, so richtig rustikale Dinger. Also ich glaube, die würdest du im Laden nicht loskriegen, da würden die Leute die Nase rümpfen, weil die sagen, das ist ja nichts Gelecktes. Aber dieses ganze, die ganze Atmosphäre, da gehst du halt hin und holst dir sowas mit nach Hause. Und die schmecken ja genauso gut. Oder wenn nicht sogar besser, ist halt ein bisschen mehr Arbeit, wenn du so eine puckelige Spargelstange oder Möhre dann schälen musst, oder da hängt noch wie viel Dreck dran, aber das hat, ja, also die Franzosen lieben das und ich frage mich, wie ich das zu Hause durchstehen soll, dass ich das dann nicht mehr habe. Also es ist wahnsinnig, wie lecker, locker auch der Geldbeutel sitzt. Ich habe bei einem Hähnchenwagen, da gab es Hähnchenbrust, das wurde nicht mal gewogen, es wurde nach Stück verkauft. Hähnchenbrust, Stück 4 Euro. Okay. Und das, also wahnsinnig. Man ja, weiß man ja, was auf einen zukommt, ja. Ja, also ich meine, wenn ich mich selber dabei ertappe, wenn ich durch den Supermarkt gehe und sehe dann irgendwo ein Bio-Hühnerbrust und sehe dann so abgepackt, weißt du, das hat ja auch nochmal einen ganz anderen Charme, aber dann hast du, die war bestimmt noch sogar noch einen Ticken billiger, wo man dann auch schon mal so zusammenzuckt, wenn man den Preis sieht, weißt du? Und hier auf dem Wochenmarkt, dann, ja, ich hätte gern 4 Stück und dann habe ich noch die Leber dazu geholt, 19 Euro. So locker sitzt das Portemonnaie im Supermarkt nicht. Du hast kein Gesicht dazu. Und ich meine, das ist von der Qualität her wahnsinniger Unterschied. Also dieses Hühnchen, das hatte eine doppelt so gelbe Farbe wie dieses Kikkerhuhn. Es war sowas von dermaßen zart und einfach nur gegrillt mit ein bisschen Salz bis im Himmel. Da merkst du halt, dass die Franzosen einfach auch viel, viel mehr Anspruch an Lebensmittel haben, ne? Und dass sich das dann auch auf die Produzenten dann wieder auswirkt. Ja. Weil hier durch die Discounter gesteuert, ne, alles immer nur um die Kosten geht und nicht mehr um die Qualität. Ja. Ja. Also einen ganz, ganz, ganz schlimmen Wochenmarkt habe ich ja am Egmont an See erlebt, letztes Jahr. Da dachte ich ja auch, das wäre so ähnlich wie du da beschrieben hast, Produzenten aus Holland irgendwie, ne? Mhm. Okay, natürlich hast du in Holland wahrscheinlich nicht so die besonderen Produzenten, ne? Aber ja, was war das meiste war irgendwie so ein China-Müll, der ja verkauft wurde. Das Einzige, was noch das Highlight war, war der Stroppier-Waffel-Händler stand. Aber das war noch ganz cool, aber der Rest. Ja, schade. Also, ja, Klamotten, irgendwie Spielzeug, also ein Schrott nur aus China. Mhm. Ja, die Kultur in Holland ist halt nochmal eine andere, noch spezieller. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, was ich jetzt auch festgestellt habe, also wir wohnen bis jetzt auf keinem Markt so richtig übers Ohr gehauen, aber bei einem Markt, das ist hier eine Stadt, die hängt hier im Hang, das ist Gordes, die haben so eine Burgruine und da drumherum überall war dann halt der Markt, total schick und schön eigentlich und da sind wir in den Käsestand reingerasselt und die haben uns so richtig, richtig dick verarscht. Also ich habe mich so danach geärgert, da gab es du bist an den Stand getreten, da hat er dir in der ersten 30 Sekunden schon 6 Käse zum Probieren in die Hand gedrückt. Okay. Hätte ich eigentlich schon stutzig werden sollen. Und dann, wir kamen abends Besuch gekriegt, also wir wollten eigentlich nur noch Käse und Wein abends anbieten, holen wir noch einen Käse mit.
Und dann war da ein Käse, so ein bisschen Gouda-Style mit Trüffel. Der Trüffel soll sogar aus der Region sein. Der lag bei 100 Euro das Kilo. Und wir haben wirklich eine ganz dünne Scheibe genommen und haben 50 Euro dafür gelatzt. Und ich habe mich so dermaßen geärgert. Ich meine, wenn die das dann abgeschnitten haben, ja, dann kannst du da auch kein Drama mehr schieben und du kannst dich nicht richtig mit denen verständigen, wenn du nicht Französisch sprichst. Aber ich habe auf einem anderen Wochenmarkt diesen Käse dann nochmal gesehen. Da hat er 50 Euro das Kilo gekostet und ich habe mich so, ich habe mich so in den Arsch gebissen. Ja, das ist dann echt mies, wenn du den dann noch, also sowieso schon ein scheiß Gefühl hast und dann nochmal das siehst so für den halben Preis. Oh mein Gott. Also er war lecker, ja, aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass er wirklich hier drei Orte weiter der Trüffel herkommen sollte und keine Ahnung. Wenn er dich schon so mit dem Preis verarscht hat, ne? Ja, also das war aber auch das einzige Mal, dass ich mich wirklich auf dem Markt geärgert habe. Aber wusstest du vorher, dass der 100 Euro im Kilo kostet? Wo ja, das stand da. Hab ich gesagt, so, ja, aber wir nehmen eine kleine Scheibe, dann bezahlst du halt 25 Euro, so ein 250 Gramm, kannst du ja, ist auch viel, aber ist ja Trüffel, ist okay, aber dann, das, die Nummer war echt. Ja, ist hart. Dann hat er dann auch, die Hälfte haben wir einvakuumieren lassen, die andere Hälfte haben wir so genommen und da hat er das alles mit dem ganzen Plastik auch mitgewogen und all so ein Scheiß. Und habe ich gesagt, komm, Kacke. Ich meine, gerade bei so einem 100 Euro im Kilo die Folie mitzuwiegen, ist schon hart an, grenzt schon hart an der Dreistigkeit, ne? Ja. Naja, aber das weißt du jetzt auch, hast es auch gelernt und versuchst dich dann beim nächsten Mal besser zu beherrschen und weißt du auch, also den Markt werden wir bestimmt nicht mehr besuchen. Naja. Da freue ich mich schon nächste Woche auf den Käsehändler in Alkmaar. Ja, bringst du mir dann diesmal bitte Käse mit oder nicht? Diesmal versprochen. Wir sehen uns ja auch recht schnell danach beim Supper Club. Genau. Beim ersten ausverkauften Supper Club. Yes. Und ja, dann bringe ich dir auf jeden Fall deinen Käse mit. Ja, ich warte eigentlich auch immer noch auf meinen Cold Brew, ne? Habe ich dir geschrieben, hätte ich gerne auf dem Burger Clash, aber ich meine, da hast du ja viel um die Ohren. Aber nix war. Warte mal, hast du den da nicht mitgebracht? Vielleicht hast du ihn mitgebracht und mir vergessen zu sagen. Oder du hast ihn vorher gesoffen oder du hast es einfach vergessen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle es da gehakt hat an dem Tag. Ja, ich meine, solange es nicht bei den Burgern gehakt hat, ist ja alles gut. Nee, da hat es definitiv nicht gehakt. Den Burger gab es ja letzte Woche dann auch in der fetten Kuh. Habe ich gesehen. Mega eingeschlagen. Die Leute sind richtig, richtig begeistert gewesen von dem Burger. Ja. Jetzt überlege ich nur, ob ich den nicht vielleicht sogar noch fest ins Sortiment aufnehmen sollte. Ja. Aber auch mit dieser aufwendigen Tomatensauce oder habt ihr da noch was dran gemacht? Wir haben die diesmal genauso gemacht, warum der Burger dann auch eben mal 11,90 gekostet hat und selbst das war hart kalkuliert. Ja. Ne? Aber ja, müssen wir mal überlegen, wie wir es dann machen. Vielleicht die fermentierten Tomaten noch rauslassen oder so, wenn man es wirklich in die Karte nimmt, weil ja, so irgendwo hört ja der Spaß dann auf. Ne? Irgendwie die Leute verstehen dann auch nicht, warum die 15 Euro für einen Burger bezahlen sollen am Ende. Ja, klar. Ne? Ja. Merken wir ja auch manchmal, wenn wir sehr, sehr hochpreisigen Burger haben, ist es halt vom Einkauf halt wert, aber ja. Mhm. Mhm. Ja, aber heute gibt es auch einen sehr schönen Burger der Woche. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber Dattel-Pfifferling-Ragout. Dattel-Pfifferling? Ja. Und Salz-Zitronen-Mayonnaise. Okay. Kennst du Salz-Zitronen, die so marokkanischen, die so eingelegt sind? Haben wir ganz viel hier in Frankreich, habe ich auch schon mit rumexperimentiert. Cooles Zeug. Mega geiles Zeug, ja. Und ja, die Kombi passt richtig geil, wenn man Radicchio dazu nimmt. Haben wir dann natürlich gemacht. Und den gibt es ab heute. Und jetzt ist das abgefahren, dass wir, dazu gibt es jetzt für eine Woche als Special eine Cola, die mit, nicht mit Zucker, sondern mit Dattelsirup gesüßt ist. Wow. Okay. Ja, Haji heißt die. Die habe ich mal entdeckt hier bei, wo Meshery bei Laden ein war, da hatten die auch die Cola. Und ja, die ist echt super lecker. Also, die bringt so eine Würze mit, so ein Geschmacksspektrum, ne? Mhm. Wie der irgendwie, finde ich, so ein bisschen neu bei einer Cola. Es schmeckt aber nach Cola. Schmeckt so durch die Dattel auch so ein bisschen fruchtiger, ohne so jetzt irgendwie so einen bestimmten unangenehmen
Geschmacksrichtung zu gehen oder so. Das ist halt kein Cherry Coke oder sowas halt, ja, ne? Ja, ja, ja. Dattel ist halt auch süß, ne? Das passt super geil zur Cola. Ja. Die wird sogar schon inzwischen, wie ich gehört habe, in den Arabischen Emiraten und in Dubai als Halal-Cola verkauft. Mhm. Ja, aber ja, das ist eine Hamburger Firma, die die macht und ja, probieren wir mal in der Woche aus, so. Aber Dattel Pfifferling Regur hört sich crazy an. Und was habt ihr geraucht, ey? Habt ihr die Pfifferlinge vorher geraucht oder was? Nein, nein. Das schmeckt geil. Also das haben wir ausprobiert. Aber sind beide Komponenten dann noch so präsent? Hast du noch Pfifferlinge im Aroma so? Weil die Dattel ist ja mega mächtig und dominant. Ja, ist es nicht so, dass wir halb machen, ne? Ja, ja. Ein halbes Kilo Dattel mit einem halben Kilo Pfifferlinge mischen. Das ist auch beides, das machen wir eher kalt wie ein Salat drauf, ne? Mhm. So angemacht. Also ich weiß nicht, Traubenpfifferlinge kennst du bestimmt, oder? Traubenpfifferlinge? Ja, nee. Mega lecker. Traubenpfifferlingssalat, mega gut. Und bei, also die Pfifferlinge geschmort, kurz angebraten. Also so, kurz, genau. Kurz angezogen, ne? Wir machen quasi, wir haben jetzt einmal so ein Ragout fertig gemacht, ein Dattelragout, ne? So ein. Eigentlich ist das ja eher so eine Art Salzer oder sowas, ne? Mhm. Könnte man auch sagen. Und dann eben halt jeden Tag frisch nochmal die Pfifferlinge anziehen und drunter heben, ne? Und dann gehen die einfach auf Zimmertemperatur dann raus, ne? Ah, okay. Aber die Trauben sind dann aber roh bei dem Pfifferlingssalat. Ja, ja, halbieren, da die Kerne raus, ist immer eine schöne Arbeit, mhm, ne? Weil du keine Kernlosen hast und ja, mega leckerer Salat. Das hört sich cool an, habe ich noch nie gegessen. Sehr schön. Wenn du das machst mit so einem, irgendwie so ein Riesling-Vinaigrette oder so. Mega geil. Wow. Martin, da hast du wieder einen rausgehauen. Ja. Hört schon lecker an. Sehr cool. Ja, ich gehe jetzt gleich auch den Burger der Woche probieren. Ist denn da noch ein Käse mit dabei? Oder hast du nee. Käse los? Keine Käse. Heute. Keine Käse, keine Bacon, irgendwas. Sondern nee. Wirklich nur so auf die Aromen. Sich zu konzentrieren, ist ja auch nochmal mit der Salzzitrone unten drunter, ne? Ist ja auch nochmal. Ja, ist ein schönes Ding. Ja. Also Salzzitrone habe ich schon in den Couscous mit reingetan, einfach so fein geschnitten. Mhm. Die isst du ja auch mit Schale. Genau. Und wunderschönes Aroma. Also die kriegst du hier auf dem Wochenmarkt, wenn du in so die arabischen Viertel, je nachdem welches Wochenmarkt du hast, kriegst du die sehr schön einzeln. Kriegst die hier im Glas, wobei die ein bisschen konserviert schmecken. Aber hier auf dem Wochenmarkt, diese so frisch gemachten, nicht aus dem Glas, sind echt wahnsinnig gut. Also bei uns gibt es hier in Köln auf der, ach, wie heißt die Straße denn noch? Hier am Eigelstein heißt es, glaube ich, sogar nur einfach. Oder irgendwie am Eigelstein, keine Ahnung. Da gibt es den Zitronenladen, der macht die, ne? Und da haben die richtig Asche gekostet, glaube ich, 30 Euro im Kilo oder 20 ja. Euro im Kilo. Und bei uns hier beim Marokkaner, ich war beim Tangamarkt hier, der macht ja die beste marokkanische Merguez, ne? Mhm. Und da haben wir die entdeckt, dass die da auch gibt. Und da kostet die 10 Euro im Kilo. Okay. Und 10 Euro finde ich ja gar nichts. Also man kann daraus ja auch schön wirklich so, was ich zum Beispiel gegessen habe, das war eine Konfitüre und sowas davon nochmal gemacht. Oh, ist cool. Sehr special. Ja. Weil ich weiß leider nicht, was da noch für Gewürz dran waren. Das wollte ja der Kollege aus dem Zitronenladen, ich glaube Zitroletchen heißt der Laden oder so, irgendwie so, irgendwie so ein Wortspiel, wollte mir nicht verraten. Das war sehr, sehr lecker. Ja, also apropos Merguez, ich werde heute Abend einen Burger, Merguez-Burger machen. Da wollte ich die Wurst aus dem Darm rausholen und dann davon Patty formen. Ja, mega gute Sache. Und dann habe ich gestern bei der Frau so einen gerollten Bauch Bacon mit Pfeffer drin, der kommt da drauf, und dann bin ich mir mit dem Käse noch unsicher, ich weiß nicht, ob ich ein Gruyère oder klassisch Cheddar nehme und gegrillte Zucchini. Soll es wahrscheinlich werden. Kann ich mir gut vorstellen. Was ich gestern gegessen habe, war eben halt dieses Ciabatta Bun, was wir gebacken haben, mhm, mit Merguez und dann einfach nur Harissa drauf gestrichen. Ja. So, also auch die Originale aus Marokko, ne? Mhm. Da bedarf es dann auch schon fast nicht mehr. Ja. Ja. Ist aber auch so scharf, dass, ich habe, glaube ich, meine Erkältung gestern Abend gut ausgeschwitzt. Ja. Also, apropos Fleisch oder Wurstfleisch, ich habe, nachdem wir letztes Mal, es war ja letzte Woche erst, über
Im Off haben wir über Anglais gesprochen. Und ich bin dann gleich hier zum französischen Metzger gelaufen und habe mir ein Stück besorgt. Und das war auch mein erstes Anglais, das ich gegessen habe. Und war wahnsinnig begeistert, ey. Also, ja. Ist ein Nierenzapfen, heißt das Stück. Es liegt auch hinten so Richtung, es ist noch hinterm Filet irgendwo versteckt, meine ich, ne? Das liegt an der Bauchspeicheldrüse, ne? Soweit ich weiß, oder? Ich meine, es liegt auch in der Nähe von den Nieren, aber das ist irgendwo ein Verlängerungsstück. Ja, geht das nicht nach vorne? Ich glaube nicht, dass es zu einem normalen Filet geht. Ich habe es vielleicht auch falsch in Erinnerung, aber... Also in dem Bild vom Nierenzapfen, da sitzt... ich schicke dir das Bild. Du hast recht, ich verwechsel das bestimmt mit irgendwas anderem. Nee, du hast recht. Ja. Also das sitzt über dem hinteren Bein hinten. Also wenn du das dir hinten anguckst, wenn du den Oberschenkel noch hast, ein bisschen rechts davon. Und ja, ist ein sehr, ist, da ist eine Sehne, geht mitten durch das Stück. Aber es ist wahnsinnig zart, hat so um die 450 Gramm. Ich habe es einfach nur gegrillt und es war mega lecker. Also das Anglais, schade, dass man das in Deutschland so schlecht bekommt. Ja, ich glaube, Vorbestellung ist schon echt machbar. Es kommt aber auf deinen Metzger an, glaube ich. Ich weiß nicht, ich werde es mal ein bisschen austesten, ob man den Nieren zapfen, wenn man damit beim Metzger mal fragt. Also ich habe auf Twitter haben Leute dann darauf geantwortet, wie schwierig es auch für sie war. Ich glaube, der eine musste 4-mal bei seinem Metzger fragen, hat 3-mal das falsche Stück bekommen und wurde verarscht. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt bei 3 verschiedenen Metzger war oder ob er es wirklich akribisch beim gleichen probiert hat. Der hat eine Dünnung bekommen. Die Dünnung ist, glaube ich, auf dem Bauch. Ich weiß gar nicht. Okay. Er hat sich aber zum Glück so gut aus. Der Bauchlappen ist die Dünnung, genau. Haben die ihn versucht, dafür anzudrehen. Und tja. Mann. Das ist dann schon scheiße, wenn du dann so verarscht wirst. Aber wenn ihr es bekommt, versucht es mal irgendwo zu kriegen. Wunderschönes Stück. Wunderschönes Stück. Ja, wirklich. Ja, es ist also nicht, man kann nicht sagen, also es ist eine Sehne drinne. Es ist, wie soll man es sagen? Es ist schon, man muss schon ein bisschen mehr kauen bei dem Stück, ja. Vielleicht. Und man muss auch gegen die Faserrichtung schneiden, ne? Mhm. Ja, aber es hat mega viel Fleischaroma, ne, würde ich mal so behaupten. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sehen, also ich habe das auch mitgegessen in der Mitte. Ja. Ich glaube, also unsere Damen haben dann eher links und rechts davon gegessen. Aber es ist sehr, sehr lecker. Also vor allen Dingen, wie saftig. Ich meine, das hängt ja auch noch ein bisschen am Tier und am Metzger und wie er damit umgeht. War wunderschön pariert und echt ein feines Stück. Also ich versuche da mal in Deutschland dran zu bleiben. Ich sehe gerade, man kann das bei Otto Gourmet bestellen. Mhm. Von der Denmorgen Wagyu Farm. Und da kostet das Kilo fest 70 Euro. Es gibt viel, viel günstiger hier in Deutschland. Keine Angst. Okay, also ich habe es hier in Frankreich für 30 Euro das Kilo gekriegt. Ja. Und das Stück, ich meine, das ist ein Stück im ganzen Tier. Und das liegt bei 480 oder was war das Ding schwer pariert, also ohne groß drumrum. Okay. Hier steht das ein Stück, 1,4 bis 1,8 Kilo. Aber das sind zwei Stück. Nee, das ist halt wahrscheinlich hier, Timmy, du es das Doppelte, ja. Ja, ja. Meinst du, es sind zwei im Tier? Naja, ich glaube, die wollen einen hier direkt zwei Stück verkaufen. Nee, ich habe auch eher deine Gewichtsangabe, also von meinen Erinnerungen, wir haben es ja letztens Probe gegrillt, das kommt viel eher hin. Ja, ja. Also so 400-500 Gramm. Okay. Kommt gut hin, ja. Naja. Aber wie gesagt, fragt mal euren Metzger, bestellt es vor und lasst euch nicht verarschen. Hier habe ich dem Metzger auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass man hier so als puckeliger Deutscher dann anfängt, sowas Spezielles und Leckeres zu bestellen. Ja. Sehr cool. Das Anglais nicht aus den Augen verlieren. Bestellt euch das mal. Ja. Definitiv. Ja. Mir ist gestern was Lustiges passiert.
Ich gucke mir Snapchat an, wie, du weißt ja, ne? Du bist immer noch Snapchat, dabei. Ich bin immer noch dabei, wir reden ja immer wieder mal darüber, ne? Und da ist jemand, den ich über jemand anders, über eine Empfehlung folge, der ganz witzig ist. Also wirklich sehr amüsant, dem da zuzugucken, ne, was er so snappt. Und der baut seinen neuen Grill auf und macht so den Grill an zum Kamin drauf und es raucht ohne Ende. Und er sagt, ja, ne, da freuen sich die Nachbarn und so. Dann schreibe ich ihm. Es gibt auch extra, falls das wirklich den Nachbarn ärgert, Grillanzünder, der nicht qualmt, weiß ja noch von der Kohlemanufaktur, ne? Ja. Ne, das Zeug. Und dann sagt der, schreibt er mir zurück, weiß ich, das hast du ja im Podcast erzählt. Woo! Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe durch Zufall einen Hörer von uns entdeckt. Oder ist das von Feuer, Glut und Herzblut? Nein, 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 nein. Von habe ich ihn noch extra gefragt und der hört uns im Podcast. Und der heißt auf Snapchat Dr. Snap Mixer. Und ja, mega geil. Hat mich mal mega krass gefreut durch Zufall, weil ich habe ihn ja gefolgt durch quasi eine Empfehlung von einem anderen Snapper, ne, der gar, also, ja auch schon was mit Food zu tun hat und so, aber nicht in Bezug auf Küchenfunk. Ja, einfach mal uns jede Woche anhört. Alle zwei Wochen, ja. Wir sind ja alle zwei Wochen im... Ja, wir wollen hier keine Gerüchte in die Welt setzen, nur jetzt einmal so dicht aneinander aufnehmen. Naja, es sind, wir haben ja die letzte Folge ein bisschen später gehabt und die nächste wird dann pünktlich am Sonntag kommen, ja. Sehr cool. Am Deutschlandspiel, ne? Bist du schon im EM-Fieber? Überhaupt gar nicht. Richtig. Ja, ich bin auch noch nicht so richtig eigentlich. Ich bin ja im Land der EM, aber so richtig Feeling habe ich auch noch nicht bekommen. Ja, wir hatten noch mal kurz überlegt, noch einen Kurztrip nach Paris zu machen, aber wir haben gesagt, so kurz vor der EM ist überhaupt gar keine gute Idee. Alles bestimmt teurer, voller, unangenehmer. Ja. Das stimmt wohl, ja. Ja, nee, aber Paris ist eh schon teuer, ne? Ja. Kann man sich so oder so gestalten. Ja, okay. Ja. Ja, also du bist ja noch beim Eröffnungsspiel quasi in Frankreich, oder? Genau, am Freitag werde ich mir das hier, da bin ich schon Strohwitwer, dann werde ich mir schön das erste Spiel schön geben und ja. Sehr schön. Dann wird das Fußballwochenende eingeläutet. Ich werde mich dieses Wochenende fett mit Grillagen eindecken. Ich habe mir schon ein paar Sachen ausgedacht, die ich... Grillst du dann auch thematisch zum Spiel? Nee, das werde ich nicht. Nee, so ein Scheiß mache ich nicht. Das können wir uns dann auf den anderen Foodblogs anschauen, ne? Ja, genau. Da gibt es da recht witzige Sachen. Ich glaube, die Kerstin von... Ach, ich verwechsel die Namen immer alle. Kerstin, das ist von... My Cooking Love Affair. Die hat irgendwas gemacht mit Groupon zusammen und thematische Dinge gemacht. Das war irgendwie ein Croque Madame. Croque Monsieur ist ja irgendwie dieses Käse-Sandwich. Ja, genau. Und irgendwie Croque Madame ist was mit Croissant und Spiegelei und sowas. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Foto, was ich auf Instagram gesehen habe. Ja, also ich bin ja ein Freund davon, irgendwie so thematisch Sachen zu machen. Gerade was meine Burger aus aller Welt angeht, dass ich dann da immer so ein thematisches Ding auch gerne mir mal überlege. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, ich werde jetzt mit Rippchen am Wochenende probieren und ein geiles Steak und vielleicht noch irgendwas für einen Supper Club ausprobieren. Zum Thema Rind, da habe ich schon gestern und heute meinen Rinderfond angesetzt, was gar nicht, also es ist gar nicht so einfach hier in Frankreich, also ich greife auch gerne schon mal auf was Fertiges zurück, also gerade bei Fond, dann auch gerne mal in guter Qualität, aber ich finde dir gar keinen Fond. Im Supermarkt in zwei Stück, nichts. Du findest nichts. Du findest hier Maggi, gekörnte Brühe und auch in dieser, das war innovativ vor 4 Jahren schon, als diese Gelee-Dinger, ja. Da gab es die in Deutschland noch gar nicht, aber hier so richtig ein Fond, also oder Demiglas, also nichts. Du findest nichts. Leider. Das machen die entweder wahrscheinlich alle mal selber, die Muttis. Ja, aber oder die essen gar nicht sowas in der Richtung. Ja, ich meine, die machen ja Soßen. Ich frage mich, wie die Soßen machen, weil wenn du hier zum Metzger gehst, da habe ich es dann auch versucht und habe Knochen bekommen, aber die stehen nicht auf der Preisliste, die Knochen, die liegen nirgendwo aus. Und wie ich dann auch gefragt habe, habe ich mir zwei Knöchlein aus dem Kühlschrank geholt und musste dann noch den Rest aufgetaut holen. Also vielleicht liegt das auch an dem Metzger hier, du kriegst es hier nicht so einfach.
Also. Ja, ich glaube, wer hat denn, also mega Knochen auch auf Vorrat? Sowas bestellst du entweder. Und ich glaube, Knochen gefroren ist ja überhaupt kein schlimmes Produkt. Also, nee, ist es auch Gegenteil. Nicht. Du kannst ja super, gerade wenn du so einen Fond kalt ansetzt, dann ist das ja eigentlich noch so, ja, cool, dass die noch nicht so irgendwie sehr, sehr warm sind. Also. Ja, mich wundert halt nur, weil das ist ja eigentlich ein Soßenland, also für mich ist schon irgendwo Frankreich ein Soßenland und da würde ja auch sehr viel davon gekauft werden müssen, war mein Gedanke. Und da denke ich ja schon, dass du es auch irgendwo liegen hast, wenn die Leute sich das so holen. Ich meine, von Josepina kenne ich, wenn du Hühner kaufst, die kaufst du immer am Stück, komplett, egal was du damit machst, da kannst du dann Hühnerbrühe davon ziehen, aber so hat mich schon echt gewundert, dass es so schwierig zu bekommen ist. Aber auch im Supermarkt abgepackt, findest du es auch nicht. Ich hatte jetzt das Problem, das waren halt alles Richtung Markknochen, kaum Fleisch dran. Das hat meinem Fond jetzt natürlich nicht gut getan. Ich habe dann auch keine Beinscheibe oder sowas noch gesehen und wie gesagt, Verständigung ist schwierig. Also ist das jetzt ein recht dünner Fond geworden, aber na gut. Also für den Test würde es reichen. Und auch beim deutschen Metzger musste ich noch nie Knochen vorbestellen. Also habe ich immer gefragt und es gab immer Knochen. Die haben die dann hinten im Kühlhaus geholt, nicht gefroren. Also die haben da schon einen gewissen Bestand. Das Rätsel müssen wir erstmal die Tage lösen, wie die Franzosen ihre Soße machen. Wie machen die Franzosen ihre Soße, ja? Vielleicht einfach alles fertig gekauft. Ja. Toll. Ich bin so begeistert von den von diesen Würfeln. Echt? Von diesen Gelee-Würfeln? Also die Franzosen, ja. Aber das reicht ja nicht für eine Soße. Also ich, keine Ahnung. Also eine einzige Sache habe ich noch, die ich noch gerade loswerden wollte vom Markt, was jetzt neben der Kirschenzeit, kriegst du im Moment Zucchini-Blüten nachgeworfen. Was hast du nachgeworfen? Hier kostet eine, war gefühlt immer 3,90 €. Also hier bezahlst du, ich habe die erste, die ich jetzt in die Hände bekommen habe, die war bei 75 Cent das Stück. Geil. Das waren die Variante ohne kleine Zucchini am Stetz hinten. Das heißt, das ist einfach ein Blütenstiel und vorne dann eine wunderschöne Zucchini-Blüte. Also ich werde Bilder verlinken. Ich war so mega begeistert davon. Ich weiß auch nicht, ob die mit Stiel besser zu verarbeiten sind, wie die mit kleiner Zucchini dran. Ich hatte die mal gekauft mit kleiner Zucchini dran und die, ich war zu Hause, die ist mir völlig abgeschissen. Sie ist zusammengefallen, ja. Bevor ich zu Hause war. Und die haben wir dann direkt deswegen gefüllt, frittiert. Es macht mega Spaß, die zu verarbeiten. Ob der geschmackliche Wunder, das Wunderbare da wirklich drin ist, weiß ich nicht. Hast du es schon mal gegessen? Nee, noch gar nicht. Ich war auch noch bis jetzt immer zu geizig, die zu kaufen, weil die hier wirklich arschteuer sind. Ja, ich würde sie dir gerne mitbringen, aber das bringt halt nichts, weil die. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch so teuer. Ja, also sie sind nicht zu transportieren. Die musst du am besten am gleichen Tag machen und ja, ich werde vielleicht nochmal eine ausprobieren mit kleiner Zucchini hinten dran, aber selbst ohne. Es ist einfach sehr schöne Arbeit, die macht einfach Spaß und es ist lecker. Ja, vielleicht musst du die ja in Frankreich frittieren und hältst sie dann oft unter der Motorhaube warm für mich. Na, ich glaube, das wird einfach mit an Köln vorbei. 11 Stunden wird das auch leider nicht funktionieren. Und wahrscheinlich bist du ja dann auch noch im Urlaub. Dann bist du ja noch weiter weg. Das liegt alles an deiner Reisestrecke. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass man nicht über Holland oder Köln nach Frankreich fährt. Echt, ey. So, komm, lass uns noch schnell ein Zufallsrezept machen. Ich muss mal los. Ich muss nämlich den Bürger der Woche so mal begutachten gehen. Nicht absegnen, das hat der Chef schon gemacht, aber ich habe da noch so einen kleinen Termin. Ja, soll ich dir erzählen? Ich hab's schon. Hauen raus. Sensation. Tomatensoße. Mit Ketchup? Untertitel auf Vorrat. Aha. Nee, nicht mit Ketchup. 4 Kilo Tomaten, 4 große Zwiebeln, in Klammern 500 Gramm, 6 Zehen Knoblauch, 1 Esslöffel Zucker. Ich meine, den kann man immer gut gebrauchen, um den Tomatengeschmack hervorzuheben. Finde ich auch immer gut. Ja. 1 Esslöffel Rauchsalz, ersatzweise Salz. Okay, Rauchsalz weiß nicht, was es bringen soll, aber könnte man machen, aber Salz ist schon okay. 2 Esslöffel Oregano, getrocknet. Ich meine, wenn du die anfängst zu kochen, kannst du das Zeug mit reinschmeißen. Ist okay, aber ja. Wenn man die auf Vorrat kocht, ja, kann man eigentlich machen. 4 Löffel Olivenöl, nativ.
Und wie muss man die kochen? Warte, warte, warte. 30 Minuten? 3 mal 30 Minuten, so wie ich das hier verstanden habe. Du, 30 Minuten ohne Deckel, reduzieren 30. Die, okay, und dann nochmal 30 ohne Deckel, okay. Jo, kann man machen. Ja. Aber auf Vorrat, ich meine, der packt die dann in verschlossene Glasdosen und kann die 5 bis 6 Tage aufheben. Das ist jetzt Auch natürlich Quatsch. nicht so richtig geil Vorrat, ne? Also. Ja, das ist auch wieder Quatsch. 3 Liter Tomatensoße, ach, wir reden ja von Soße, nicht Suppe, für 5 bis 6 Tage im Kühlschrank. Da kannst du die ja wirklich besser einfrieren, wenn du die nicht einwecken willst, ne? Es Aber steht eigentlich auch auch froh, da, dass es einfrieren würde, aber. was du schon alles hier gelesen hast. So. Ja. Ja, nee, aber ist okay, das Rezept, aber ja. Vielleicht, manche Leute brauchen auch für alles eine Anleitung. Ja, ich habe mein Rezept ist ein Brezenknödelsalat. Das sind richtig Sollte viele geil sein. Zutaten. Das ist richtig viel. Das sind 52 Gramm Brezen, 1/4 Liter Milch, 2 Eier, Salz, Cayennepfeffer, Muskatnuss, Zwiebeln, Butter, Brühe, Senf, Zucker, Weißweinessig, Öl, Walnussöl, Lauchzwiebeln, Essiggurke, Radieschen, Bohnen, breite, dünne, Cocktailtomaten, Würste, Regensburger, Speckscheiben durchwachsen. Also wenn da jetzt noch Ingwer drin wäre, würde ich sagen, der Schubeck hätte es gemacht. Aber ja, es sieht auf Gut. jeden Fall sieht gut aus. Hört sich mega lecker an. Also wirklich. Könnte ich mir zum Mittagessen geben. Fände ich auch gut. Wahrscheinlich ist mir der Anteil Brezen ein bisschen gering. Ich weiß auch nicht. Also was die hier halt hier machen ist, die Knödel, ach so, die machen. Oh krass, ey, der macht also erst die Knödel und von der Knödel macht er dann wieder Stücke, die er in den Salat schneidet. Das ist natürlich mega aufwendig, ne? Werden die nochmal angeschwitzt oder so oder einfach in den Salat rein? Bam, bam, Weil das bam. wäre eigentlich auch nochmal ein cooler Effekt, Der ne? macht die in Öl. Ja, wahrscheinlich, ne? Einmal anschwitzen. Ja, weil ich könnte ich mir halt auch gut vorstellen, einfach die Brezen in Würfel schneiden und schön in Butter als Croutons machen. Genau. Könnte ich mir in dem Ding auch vorstellen. Also das ist natürlich mega viel Aufwand, wenn du dann noch erst einen Knödel davon machst. Ich glaube, den würde ich Aber dann. diese dutschige Konsistenz, ist, die dann so leicht kross angebraten ist, ist bestimmt mega geil. Ja, aber das würde ich vielleicht dann eher dazu reichen, dass du so einen Brezenknödel mit Salat oder so essen würdest, den dann halt wieder in so einem Salat zu verwässern, wäre mir, glaube ich, ein bisschen schad drum, um die ganze Arbeit. Wahrscheinlich ist es eher dann das Rezept, wenn du dann so viel Brezenknödel gegessen hast, dass du dann auch keinen Bock mehr drauf hast, dass du am nächsten Tag nochmal einen Salat davon machen kannst. Als So, jetzt Resteverwertung. ist die Resteverwertung wieder bei Chefkoch gelandet. Meine Güte. Die Resteverwertung der Resteverwertung. Ja. So schließt sich der Kreis. So zerbröselt der Keks nun mal. Ja. So, ich muss los. Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Hunger beim Burger der Woche. Ja, ich werde den aber nur einen halben essen, glaube ich. Ich nur Oh. Frühstück. Ja. Ich wünsche dir noch viel Spaß in Frankreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Kommentiert. Bewertet uns auf iTunes. Was kann man noch so machen? Flattern ist immer cool. Kommentiert uns bei uns im Blog, wenn ihr Fragen habt, wenn wir Scheiße erzählt Genau. haben. Wir erwähnen euch gerne, auch mit Korrekturen. Ist immer gut, Ja. wenn ihr uns verbessert. Und ja, Flatter habe ich immer noch nicht reingeguckt. Ich muss das dringend mal machen. Ansonsten besucht uns im Supper Club. Bei meinem habt ihr ja noch ein bisschen die Möglichkeit dazu. Wir sind dann, also Martin ist dann noch in Urlaub. Wir müssen mal gucken, ob wir das dann in 2 Wochen wieder schaffen, ob wir das aus dem Urlaub in einer kurzen Version machen oder ob ich mir noch einen Gast einlade. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir werden das irgendwie wieder was für Genau. euch auf die Ohren geben und ja, vielen Dank für eure Zeit. Ja, genau. Macht's gut und lecker. Ja, bis dann. Ciao. Sind, ciao.